Kiss in Hamburg, endlich wieder, live. Kiss sind Helden meiner Kindheit, wirklich. Ich liebe die. Egal, was sie spielen, ist alles genial. Elftausend in der Halle, vier noch hinter der Bühne. Dann. Oh, 20.51 Uhr. Showtime. Kiss! Auch bei der End of the Road Tour beginnt der Kiss-Abend traditionell mit Detroit Rock City. Das Publikum sofort auf den Beinen. Kiss. Rock'n'Roll. Alles. Also es erweckt so viel Liebe in mir und einfach so viel Mut und auch so viel Kraft. Ich bin mega glücklich, sowas zu hören und es macht mega viel Spaß auch einfach da. Ne? Das Gefühl ist ja trotzdem das Gefühl, was Kiss spielt. Rock'n'Roll all night. God gave Rock'n'Roll to you. Das ist alles hier drin. Shout It Out Loud von 1976. Kiss ist seit beinahe 50 Jahren auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Die Kraft ihrer Hits? Unvergänglich. Man hört die Musik, man fühlt sie total innerlich und äußerlich auch. Und das gehört einfach absolut mit dazu, das ist deren Markenzeichen. Ne? So, finde ich total klasse, sowas. Es gibt nichts Vergleichbares. Also, nee. Sie sind, wie sie sind und sie sind cool.